Moin! Gut, ja, wie schon gesagt, ich bin minus eins. Das ist der kleine Titel und das ist der große Titel. Genau, und dann fangen wir auch gleich an. Das ist mein Projekt oder unser Projekt und da bin ich. Das war's auch schon. genau, also wenn man OER baut, dann möchte man ja schon irgendwie, dass man das irgendwie vielleicht wieder findet so und andere vielleicht auch finden und dann auch wieder benutzen können so. Und man kennt das vielleicht schon aus dem akademischen und wissenschaftlichen Arbeiten, dass man irgendwie Sachen zitiert. Und irgendwie macht man das schon auch so mit dieser Quellenangabe, aber halt nicht so, dass man das auch wieder so rückverfolgen kann. Wer hat mich eigentlich zitiert? Und dafür sind die institutionellen Repositorien irgendwie da und die können aber auch noch mehr. Zum Beispiel schützen die einen vor, dass die Links irgendwann kaputt gehen. So, die gibt es halt einfach immer wieder. Wenn man die richtigen benutzt, dann findet man das auch immer wieder. So, die Verschlagwortung wird schon übernommen, weil diese Repositorien auch von Bibliothekaren gepflegt werden und die sich darum kümmern, dass das alles so Hand und Fuß hat. Gut, das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Das ist jetzt ein bisschen nicht so hübsch, aber na gut. Genau. Hier steht dann zum Beispiel, wie man zu zitieren hat. Das kann man sich in verschiedenen Formaten rausgeben lassen. So, da unten sind dann unter dem orangenen Kasten sind dann noch die verschiedenen Zitatstile, wie man das dann haben möchte. Man kann es vielleicht auch in BibTeX einbinden, damit man damit Spaß haben kann. Die gemeinsame Normdatei ist Schlagwort, zeigt bestimmt was Falsches. Ich habe ja keine Ahnung von Bibliothekaren. Deswegen, das ist die gemeinsame Normdatei, das sind Schlagworte, auf die man sich geeinigt hat, die man benutzt, und das ist halt ein großer Katalog, aus dem man auswählen kann, wie man das benutzt und damit man das auch besser rausziehen kann. So, gut, wenn ich was Falsches sage, dann muss es mir irgendjemand dann sagen. Genau, das ist ein Digital Object Identifier, man sieht ihn jetzt leider nicht sehr gut, das ist auch ein wenig schade. Genau, aber das Schöne ist, das ist der eindeutige Bezeichner von diesem Dokument, man kann es dann immer wieder runterladen. Und der Bonus davon ist, wenn man davor einfach doi.org hinsetzt, dann kommt man auch direkt auf die Seite, wo das herkommt. Und es kümmern sich auch Leute darum, dass wenn sich das System mal ändert, dass man, wenn man den Link benutzt, trotzdem wieder dahin kommt, wo es vorher war. Auch wenn die Seite eine andere ist. Genau, als Beispiel nochmal hier über Google Scholar. Man sieht unten, dass man schon von 21 irgendwie dieses Paper benutzt wurde. Für OER kann man sich das bestimmt auch schön vorstellen, wenn man einfach sieht, dass, wo ist mein Zeug benutzt. Vielleicht kann man darüber auch Metadaten rausziehen, damit man da auch ein bisschen besser einordnen kann und wieder so ein bisschen Rückkopplungseffekt hat. Und dann hätte man vielleicht auch einfach so eine Liste, vielleicht auch direkt mit hier so, ist ein PDF, ist HTML, wo ist das Ding eingebettet, kann ich mir das auch mal anschauen. Und das Schöne ist halt, das ganze System ist schon da. Man müsste das nicht weiter irgendwie was Neues aufbauen, man müsste nicht irgendwie was, das, was man dann aufgebaut hat, pflegen, sondern es ist einfach schon da, man müsste es vielleicht ein bisschen anfassen, damit es auch für OER passt, aber das wäre so das, was ich mir ganz gut vorstellen könnte. Genau. Wenn man jetzt an einer Uni ist oder an irgendwas, was irgendwie was mit wissenschaftlich zu tun hat und da vielleicht auch eine Bibliothek hat, dann hat man das System wahrscheinlich schon. Vielleicht nicht unbedingt DSpace, wie es hier steht, aber zumindest irgendwas anderes wie ePrints oder, oh, ja, gibt noch andere. Auf jeden Fall könnte man dann mit seinen Bibliotheksangestellten reden oder vor allem mal mit Publikationsmanagement, weil die sich vor allem darum kümmern, so im Rahmen Open Access. Und das wäre halt nett, finde ich, weil dann kommt man auch mal wieder mit seiner Bibliothek ins Gespräch und fragt nochmal, was macht ihr eigentlich so den ganzen Tag, außer irgendwie Sachen einordnen, weil das tun die nicht nur. Und ja, macht das mal, wenn ihr das jetzt auch interessant findet. Genau, was ganz anderes. Das ist das CER in Tübingen. Das ist jetzt das neue Repository in Baden-Württemberg. Das ist jetzt gerade ein Pilotprojekt. Ist nicht auf institutionellen Repositorien. Ist auf Edu-Sharing, aber ist auch ein schönes Testprojekt. Kann man mal gucken, was draus wird. Ja, das bin ich. Das ist die Lizenz. Wünsche einen schönen Tag.